Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube. Ich bin Westersborg und als erstes Gameplay habe ich ein Team Deathmatch auf der Map Carbon dabei. Gameplay ist nicht von unserem Clan, sondern vom Gamer 11FV. Der ist ein guter Kollege vom Bananaboy 09. Der ist natürlich ein Clan-Mitglied. Und die beiden haben zusammen in Teamwork, ja, ihr habt richtig gehört, in Teamwork sich eine Moab bzw. Double Moab durch einen Glitch erspielt. Nein, der Gamer ist kein Hacker, Cheater, Glitcher, whatever. Wie das funktioniert, werde ich euch gleich noch erklären. Ja, die meisten Leute haben wahrscheinlich schon innerlich so einen Kommentar verfasst von wegen, was? Call of Duty Team spielen? Was? Wenn du Teamplay haben willst, geh Battlefield zocken, Junge. Ja, okay, Battlefield ist mehr Teamplay als Call of Duty. In Call of Duty kann man wesentlich mehr erreichen. Da gibt es One-Man-Army-Action im doppelten Sinne. Und dieses Gameplay soll ich einfach mal zeigen, dass man wirklich mehr erreichen kann, wenn man ein Team hat, auf das man sich verlassen kann. Die beiden haben über PSN oder Skype gelabert, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Und der Bananaboy hat den Gamer hier ordentlich mit der Assault- oder Supporter-Drohne unterstützt. Und deswegen hatte er auch kaum Probleme, sich diese Moab hier zu erspielen. So. Waffenset hat er die MP7 in Gold und mit dem Schalldämpfer. Ob Schnellfeuer auch noch dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Und als Perks, ja, Fingerfertigkeit, Hardliner und Stalker oder ruhige Hand. Weiß ich jetzt nicht so genau. Und Spezialisten-Package ist natürlich auch mit dabei. So. So viel zum Gameplay. Richtig nice auf jeden Fall. Den Channel vom Gamer und vom Bananaboy werde ich noch jeweils unten in die Videobeschreibung schreiben. Lasst den doch mal einen netten Kommentar da oder abonniert sie vielleicht sogar, wenn euch Gameplays gefallen, die sie auf ihrem Channel haben. Und so viel war es eigentlich auch schon wieder zum Gameplay. Und zwar ist ein wirklich wichtiges Thema, was ich jetzt hier ansprechen möchte, der MW3 Blackout Day. Ja, der war ja vor ziemlich genau einer Woche, also am Freitag, dem 20. April 2012, hatten sich ja viele Leute vorgenommen, kein Modern Warfare 3 zu spielen als Protest, ja, zu den Sachen, die schiefgelaufen sind in diesem Spiel. Ja, jetzt kommen wir schon mal zum ersten Punkt. Da haben sich nicht viele dran beteiligt. Also aus meiner Freundesliste haben vielleicht bis auf zwei, drei Leute alle ganz normal Modern Warfare 3 gespielt. Ich nicht, ja, da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf. Okay, ich war auch im Kino und so und war auch erst wieder um 12 Uhr zu Hause. Hab mir, wie heißt es jetzt, dann vorher, bevor ich ins Kino gegangen bin, nur MW2 angetan, sag ich mal so. Also, was heißt angetan? Das Spiel macht einfach Fun, zumindest meistens. Und ja, deswegen lief das einfach einwandfrei. Und sobald ich dann vom Kino wieder zu Hause war, so 12, nach 12, habe ich dann MW3 in die Konsole geschoben, damit ich noch an der Clan-Ops teilnehmen kann. Und zum Thema Clan-Operation kommen wir gleich auch noch. Aber erstmal möchte ich weiter noch auf den Blackout Day eingehen. Und zwar, was kann der Grund sein, dass sich so wenig Leute an diesem Tag beteiligt haben? Denn mal ein wichtiger Grund ist die Unwissenheit. Also, ich denke mal, das wurde ja hier auch nur in YouTube oder in gewissen Foren durchgekaut. Ich denke mal, in PSN oder so stand nicht auf der Sony-Seite. Und in MW3 oder so erst recht nicht. Deswegen denke ich mal, dass es viele Leute, die Modern Warfare 3 spielen, auch nicht mitbekommen haben. Also, vielleicht hätten sich wirklich mehr Leute daran beteiligt, wenn es noch mehr verbreitet worden wäre. Aber ich denke mal, das hätte sowieso nichts gebracht. Selbst wenn die normalen guten Spieler, denen MW3 wirklich auf den Sack geht, sich daran beteiligt, dann hätte es wahrscheinlich nichts gebracht, denn die Leute, die sich über Modern Warfare 3 aufregen, sind doch eher in der Minderheit, denn die ganzen Noobs oder beziehungsweise Leute, für die das Spiel, sagen wir mal so, wie geschaffen ist, also Leute, die wirklich mit dem Unterstützungspaket spielen, auf den EMP, auf den Stealth Bomber, FMG 9er Kimbo dabei haben und so, für die ist das natürlich, ja, ideal, so wie das Spiel im Moment ist, und warum sollten sie wollen, dass es sich ändert? Ja, deswegen, denke ich mal, haben die nicht teilgenommen. Was ich mir mal so im Kopf habe durchgehen lassen, ist, stellt euch mal vor, das Spiel wäre nicht so noobig oder für Noobs gemacht worden, wie es jetzt ist, sondern wäre wirklich, ja, richtig hardcore zu spielen gewesen, so also richtig schwer,
Mit was lässt sich's vergleichen? Keine Ahnung, mit Halo oder so, wo der Anspruch richtig hoch ist. Dann hätten vielleicht die ganzen Noobs einen Blackout Day gestartet, von wegen, das muss einfacher werden, das Spiel. Und ich glaube, Leute, dass dann wahrscheinlich noch eher die Leute von Activision und Infinity Ward es gepatcht hätten, weil es um einiges mehr Leute gibt, die so, ja, noobig spielen, als Leute, die wirklich extrem gut spielen. So, hier hat der Gamer übrigens seine erste Moab erreicht. Hat durch einen Assist die erste Moab bekommen, killt dann einen und hat die zweite Moab bekommen. Das ist mittlerweile gepatcht worden. Und ja, deswegen hat er mal eben schön den Sieg hintern für sein Team rausgeholt. Also mal eben 12 Kills in Folge. Hier schlagen noch cool die Kugeln um ihn ein. Und Funken sprühen, whatever. Das Match geht flawless 35-0 oder so aus. Wie gesagt, lobt ihn nochmal für das Gameplay. Und weil ich jetzt noch ein weiteres Thema, beziehungsweise zwei weitere Themen habe, werde ich noch ein zweites Gameplay dranhängen. Und das seht ihr jetzt. Mal eben kurz eine kleine Pause. So, und da bin ich wieder. Ja, diesmal ein Frei für alle auf der Map Subbase. Modern Warfare 2 ist am Start. Richtig geiles Quickscope-Gameplay, finde ich jetzt persönlich. Also von der Accuracy her. Ich bin, glaube ich, kein einziges Mal am Hardscopen. Und dabei habe ich die Intervention mit dem Thermalvisier. Viele Leute finden Thermalvisier noobig. Ich finde, das muss man einschränken. Und ich sage einfach ganz klar, Thermal ist dann noobig, wenn man irgendwo in der Ecke campt und im Hardscope die Gegner anvisiert. So. Gewinnen werde ich dieses Match nicht. Den Grund werdet ihr gleich noch sehen. Aber jetzt geht's, glaube ich, schon mal direkt los. Schöne Accuracy. Einen Moment, da werde ich angefragt und BAM! So. Guckt euch das Gameplay einfach an. Und deswegen werde ich jetzt ein weiteres Thema ansprechen. Und zwar privates Quickscopen. Also, ich bin, seit ich einen neuen Controller habe, also ich habe mir einen neuen Controller gekauft, weil die alten schon 4 Jahre alt waren und durch Sticks immer so ein bisschen hängen geblieben sind oder eingerastet sind, habe ich mir mal einen neuen gekauft und jetzt habe ich um einiges weniger Recoil. Das bedeutet, dass ich weniger verziehe beim Quickscopen und das liegt einfach daran, dass man, ja, sich nicht bewegen darf beim Schießen, denn sonst ist der Schuss um einiges unpräziser. Jetzt mit dem neuen Controller lasse ich den Stick los, die Figur steht beinahe auf der Stelle und deswegen sind die Quickscopes um einiges präziser. Das ist auch ein wirklich guter Tipp, den ich euch nur geben kann. Und der Banana Boy hat diesen Trick auch angewendet. Er hatte ja vorher bisher nur in Bad Company 2 gequickscoped, dort hat man diesen Recoil nicht so extrem und jetzt läuft es auch bei ihm um einiges besser. Ja. Worauf ich jetzt aber genau eingehen wollte, ist privates Quickscopen in Modern Warfare 2 oder 3. Okay, vielleicht auch noch in COD 4, aber das denke ich mal, haben nicht so viele von euch. Und zwar wollte ich euch fragen, ihr könnt mich gerne adden, wenn ihr mal Bock auf eine Runde Quickscopen habt oder so. Können wir das mal gegeneinander machen? Vielleicht sind ein paar Clan-Kollegen auch am Start. Und dann werde ich das Ganze auch recorden. Und wenn es wirklich spannend ist, zuzuschauen, also entweder ich mache euch einfach fertig oder ihr spielt auch richtig gut und das ist einfach wirklich spannend zuzugucken, dann werde ich das, denke ich mal, auch hier vielleicht mal hochladen. So. Das wollte ich eigentlich nur angebracht haben. Es wird in nächster Zeit noch zwei weitere Quickscope-Gameplays geben. Und zwar einmal frei für alle auf Verwuchert mit der Barrette. Richtig nice von der Accuracy, Over the Map Quickscopes, etc. Und noch eine Quickscope Nuke. Ja, ich habe mir mal vorgenommen, ja, in den ganzen Sniper-Nukes, die du bisher hast, hast du ja immer mal zwischendurch gehardscoped und so. Und deswegen habe ich mir mal vorgenommen, mir mal eine Nuke zu erspielen, wo ich wirklich kein einziges Mal hardscope. Das ist mir auch direkt gelungen und das wird auch bald hochgeladen. So. Hier ist ein feindlicher Chopper-Gunner in der Luft. Wie die Gegner die Killstreaks bekommen haben, werdet ihr gleich noch sehen. Okay, ein paar Fails sind im Gameplay natürlich auch dabei. Man kann ja natürlich nicht immer treffen. Aber trotzdem finde ich, dass es eigentlich sehr gutes Gameplay ist. Und das könnt ihr ja auch gut bewerten, wenn ihr wollt. So. Der Punkt, auf den ich jetzt eingehen wollte, ist das Extreme Nuke Fighter Sucht die Made-Spiel. Das findet ja intern im Clan statt und vielleicht auch mit ein paar Abonnenten. Also, erlaubt ist es natürlich schon. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch immer noch melden. Und zwar haben wir jetzt als Termin ausgewählt den 1. Mai. Und zwar wird das so um 18 Uhr sein. Der 1. Mai ist natürlich ein gesetzlicher Feiertag, also haben
Arbeitnehmer und Schüler haben dort frei, Arbeitgeber natürlich auch, meistens zumindest, wenn sie nicht gerade arbeiten, privat aus ihren Büros oder so. Naja, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Also wie gesagt, das ist ein Feiertag, deswegen denke ich mal, haben da auch viele Leute Zeit. Und 18 Uhr habe ich jetzt einfach ausgewählt, weil es dann ja schon abends ist, so die Zeit, wo die Leute halt auch zocken. Und damit wir auch ein bisschen Puffer als Zeit haben, damit das auch definitiv klappt. So. Als Spiel werden wir wahrscheinlich Modern Warfare 2 nehmen. Black Ops wird natürlich auch noch dabei sein. Die beiden Spiele wurden am häufigsten gefragt. Und dort kann man sich auch am besten verstecken. Okay, COD4 nehmen wir nicht, haben zu wenige. Und ja, wenn die Nachfrage wirklich noch groß genug sein sollte, werden wir auch noch Modern Warfare 3 nehmen. Aber da kann man sich einfach nicht so gut verstecken. Ja, deswegen wird das nur im Notfall genommen. Das Gameplay ist hier zu Ende, beziehungsweise beide Gameplays sind zu Ende. Hier seht ihr, wie die Gegner gewonnen haben. Schöne Booster ohne Nuke, was das für einen Sinn hatte, weiß ich nicht. Und deswegen betrachte ich mich als moralischen Sieger. Gebt dafür einen Daumen nach oben und ihr könnt uns gerne abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ja, bis demnächst. Verbündete Mord kommt!